Über die Meister des Herzens von Hilarion. Sie wollen nicht, dass du zu ihnen betest um deine Vollendung, sondern zu Gott. Sie wollen nicht, dass du vor lauter Meistern um dich den Meister in dir nicht mehr findest. Sie wollen, dass du dich nach innen wendest und dein Heil in deines Herzens Tiefe findest. Sie alle lehren, dass du nicht spähen sollst nach fernen Erlösern, sondern dass deine Erlösung in dir schlummert. Sie alle wollen deinen Blick nur auf dich lenken, auf Gott in dir und nicht auf fremde Götter und Götzen. Auf das große Ich Bin, das unaufhörlich leise mahnt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nicht müde werden sie, wieder und wieder zu künden. Du selbst musst dir helfen und Gott in dir erwecken. Niemand kann das an deiner Stelle tun. Selbst formt sich der Mensch. Selbst ist er seines Schicksals Vollender und kein Meister außer dem, der in ihm ist. Dieser ist der größte Meister. Christus in deinem Herzen ist deine Erlösung. Werde, der du bist. Gott meines Herzens, nur dein Wille geschehe. Und wenn ich mich selbst vergesse, aufgebe, alles Streben, mein Leben dir darbiete ganz und gar, mich dir hingebe mit all meinem Sein und dich liebevoll umarme und für dich sorge und dich nähre und hüte, geliebtes Herz, so werde ich Meisterschaft erlangen. So werde ich Verantwortung für unsere Entscheidungen leben und Selbstermächtigung sein. Dein Licht in meinem Herzen wird Wegweiser mir sein. Gott meines Herzens, ich sitze zu deinen Füßen in Ergebenheit und Dankbarkeit. Ich liebe dich, Gott in meinem Herzen. Evangelia.
Thank you.